Im Gebäude des Polizeipräsidiums Südhessen hier in Darmstadt gibt's Zellen für Verbrecher oder für Verdächtige, soweit so normal. Aber jetzt hat die Polizei auch kleine Zellen für Wildbienen, nämlich in einem extra gebauten Wildbienenhotel. Ja, Bienen unter Polizeischutz, das gibt's wahrscheinlich nur hier in Darmstadt. Ein Wildbienenhotel hier auf dem begrünten Dach der polizeieigenen Autowerkstatt. Das Bienenhaus, das ist 2 Meter hoch, 1 Meter breit. Und die Zellen, das sind so kleine Holzröhrchen und in die sind hier jetzt schon die ersten Wildbienen ins Hotel eingezogen. Der Hotelchef ist Polizeihauptkommissar Matthias Bösel, der hatte die Idee fürs Bienenhotel. Er setzt sich nicht nur ein für Recht und Ordnung, sondern eben auch für Bienen. Ja, es ist ganz wichtig, den Menschen, den Bürger, die Gesellschaft einfach auf die Problematik Insektensterben hinzuweisen. Und da ist das ein sehr wertvolles Instrument. Einerseits was für den Artenschutz zu tun, ganz praktisch, aber andererseits auch auf die Thematik hinzuweisen. Der Bau des Wildbienenhotels, der hat mehrere Wochen gedauert. Das hat ein Team vom Naturschutzbund NABU übernommen. Ja, und da ist es jetzt aber auch wichtig, dass die Bienen nicht nur ein Hotelzimmer gebucht haben, sondern auch alles all-inclusive, denn die Bienen brauchen genug Futter. Wir haben hier sehr viele Wiesenflächen mit blühenden Pflanzen. Die müssen natürlich so erhalten bleiben, sprich nicht so häufig gemäht werden. Es ist genügend Nektar da. Wir haben ein neu begrüntes Dach, hat unser Polizeipräsident extra Wert drauf gelegt, dass hier ein begrüntes Dach drauf kommt. Und das ist ideal, da finden die Nahrung. Also ich habe schon die ersten Meldungen und Fragen gehabt, hat mich total überrascht, fand ich auch toll. Ich will sowas auch. Das ist natürlich sehr aufwendig, sehr groß zu bauen, dauert ein paar Wochen. Da gibt es Möglichkeiten im kleinen Format, beginnend, wir kennen es von Kindergärten, oftmals Konservendosen gefüllt mit Bambus, aber auch etwas größer in Weinkisten, Holzkisten kann man sowas ideal bauen.